Donnerstagshandel und auch heute. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir sind im Bereich der Energierohstoffe und haben Erdgas auf der Agenda. Aber bevor wir uns dem widmen, natürlich wie immer der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir haben es zuletzt mehrfach besprochen. Der Februar ist der Monat, in dem die Energies, sprich Erdgas, Benzin, Rohöl, verstärkt im Fokus stehen. Warum? Weil in diesem Zeitfenster nicht an einem spezifischen oder an einem einzelnen Zeitpunkt, sondern in diesem Zeitfenster Februar, auch März, eine Phase beginnt, in der die Energies in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle, so 75% aufwärts ist die Trefferquote, zur Stärke neigen. Natürlich ist es nicht in jedem Jahr so, deshalb muss man ein solches saisonal-zyklisches Setup wieder und wieder handeln. Man tut auch gut daran, wenn man in mehreren Tranchen einsteigt, weil es eben schwierig ist, so etwas perfekt zu timen. Und wir sehen es hier an diesem saisonalen Chart, dass sich hier einmal so um den 10. Februar herum, einmal Ende Februar und dann auch nochmal so in der, ja, im letzten Viertel des März auch nochmal eine Chance ergibt oder drei Chancen ergeben für die Long-Seite in diesem Markt. Ähnlich schaut es im Übrigen bei Rohöl aus, wo wir auch immer wieder drauf geschaut haben zuletzt. Und dementsprechend hier haben wir eine sehr stabile Saisonalität über die letzten ja, 4, 5 Dekaden hinweg. Aber nochmals, das heißt nicht, dass wir hier unverhältnismäßig viel reinsetzen sollten, sondern einfach ein ganz normaler Trade, einer von hunderten von Trades, die man im Jahr macht, aber eben einer, der ordentliches Potenzial hat. In dem Fall handle ich einen Open-End-Turbo von Vontobel. Die WKN lautet VU11SU. VU11SU. Hebel liegt bei 3. Einstieg Market, Stop-Loss 0,1 Euro und Exit zeitbasiert im Juni. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen erfolgreichen und spannenden Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.